Hey, ich bin hier gerade über was sehr Interessantes gestolpert. Und zwar hat Nintendo mal, wie es so ihre Art ist, wieder irgendwas rausgehauen, was schon nächsten Monat erscheinen soll. Eine Art Toolkit für Spieleentwickler. Ich bin gespannt, um was es geht. Ich reagiere da jetzt einfach mal drauf. Control Stick. Erstelle jetzt deine eigenen Spiele mit Joy-Con Drift. Aha. Oh ja, springen auf Stick legen ist immer eine gute Idee. Mario Maker mit Minecraft-Figuren. Der Stick ist happy, aber der Knopf ist böse gelaunt. Ich bin gespannt, wohin das führt gerade. Hatte nicht Nintendo Labo, dieses Pappkartonzeug, auch sowas Ähnliches? Also dieses Verbinden von diesen zwei Boxen, das kam mir sehr bekannt vor. Aha, jetzt hauen sie raus. Ich meine, ich glaube, ich bin für sowas nicht kreativ genug, aber wenn das die richtigen Leute in die Hände kriegen, dann... Aha, dann könnte es durchaus cool werden. Ich meine, die Grafik ist sehr einfach, aber die Frage ist halt, was kann man damit machen? Am Anfang haben sie Jump'n'Run gezeigt, aber offensichtlich gehen auch komplett andere Dinge. Was war das gerade? Vorhin. Kann man eigene Sprites zeichnen? Wo war denn das jetzt? Weil das wäre Hammer. Irgendwie schon, oder? Man muss ja nicht solche hässlichen Stickfiguren zeichnen. Kampfspiel? Riesiger Roboter im Meer. Ich meine, man konnte jetzt nicht allzu viel rauslesen aus dem, was hier gezeigt wurde, aber ich glaube, da müssen wir einfach abwarten, was noch so kommt zu diesem Titel. Ja, lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet und ob ihr euch drauf freut. Wird wahrscheinlich wieder eine Menge Hate geben, weil es nicht das ist, worauf die Leute gewartet haben. Aber so ist Nintendo, damit müssen wir uns abfinden. Ich denke mal, ich werde es mir holen und angucken. Ich hoffe, es ist kein Vollpreistitel. Oder auch irgendwie doch, weil dann könnte man davon ausgehen, dass es eine umfangreiche Software ist. Mal sehen. Naja, wenn ihr unbedingt mehr von meinem Kanal sehen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao.